Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich bin da, der Du ist auch da und Hallo. wir haben ja in den letzten Folgen ein bisschen PvP gemacht, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Jetzt geht's erstmal wieder in der Jetzt Story ein geht's. bisschen weiter. Dylani winkt hier von dem kleinen Ja, zu. das ging ja die ganze Zeit nicht. Also, na gut, egal. Da. Okay, am Gespräch beteiligt. Ah, du hast mich, warte doch mal. Da. Gut, jetzt. Jetzt. Schlimm mit dir. Vermehren sich. In der Unterstadt erreichten sie das nur, indem sie uns infizierten. Doch jetzt werden es jeden Tag mehr. Wir verlieren Leute an sie. Jedes Jahr ein paar. Aber nur als Nahrung. Das Serum, das der Oberweltler brachte, war wirksam. Wir werden nicht krank. Doch nun ist das Serum aufgebraucht. Vier Kinder wurden geboren, die nicht immunisiert werden konnten. Alles Jungen. Wir werden sie nicht für immer beschützen können. Wir brauchen unsere volle Stärke, um den Stamm zu verteidigen. Vielleicht wurde die Immunität vererbt. Vielleicht müssen wir uns nicht sorgen, dass ein Biss oder Kratzer unsere Kinder gegen uns wenden wird. Vielleicht muss ich keine Angst um meinen Sohn haben. Eine tragische Geschichte. So, gucken wir mal. Hier unten geht es dann jetzt ein bisschen weiter in meine Quest. Ja, offensichtlich hoffen wir mal, dass ihr Sohn überlebt. Die klang ja ganz sympathisch. Hatte sogar ein paar Lachfalten. Andy, was meinst du? Meinst du Falten? Ein paar Altersfalten? Ja. So. War ja auch eine Mama, die Dorffalten haben. Ja, genau. Außer junge Mamas. Und hübsche Mamas. Ja komm, lass mich durch. Okay. Gut. Was okay, haben wir denn hier müssen wir ein bisschen was verklopfen. Das ist meine Charakterquest. Nee, ich meine jetzt hier das hier, was hier so liegt. Ja, Bahngleise, also Magnetbahn wahrscheinlich Bahngleise. Also pass auf, wenn er zukommt, wenn du irgendwie Tuten hörst. Tut! Bist du verkehrt. Tut! Bom, bom. Oh, grün! Getrennte Gamaschen, mittelschwere Rüstung brauche ich nicht. Ich habe gar nicht drauf geschaut, ich habe einfach auf Bedarf geklickt. Ja, alter ich Looter. Ich habe immer Bedarf. Bin doch so, naja, wie soll ich sagen, so bedürftig. Ja, ne, bedürftig, ne, nicht das Baby, nicht. Bedürftig. So, hauen wir hier drin den imperialen Chemie-Soldaten noch um. Jawoll. Sonst steht hier drin niemand? Nein? Gehen wir auf die andere Seite. Ja, machen wir. Mal schauen, ob da noch jemand ist. Ja, da haben wir auch noch einen imperialen Chemiesoldaten. Naja, wenn er schon da ist, ne? Bin unterwegs. Oh, da war sogar noch einer hinten in der Ecke. Der hat sich versteckt, der Wachposten. So war es aber nicht mit uns, du. Eine Planetenauszeichnung, wunderbar. Jo. Schauen wir mal, irgendwann muss ich ja mal in Richtung da oben. Jetzt bin ich jetzt vorsichtig. Vorsichtig. Da haben wir was. Hauen wir die weg. Wenn, dann dünnen wir hier komplett aus hier. Genau. Mit ja nichts übrig bleibt. Schließlich ist das meine Quest, da kann ich auch den Bonus mitmachen. Nö, kannst du nicht, weil du sowieso noch Vorsprung hast. Ich darf das. Nein. Ich darf das, ich bin besonders. Na, eigentlich bin ich was Besonderes, du bist besonders. Ja. Flop, den Gewehrschützen hat's auch erledigt. Mal hier oben gucken, was hier oben sonst noch rumrennt. Genug. Du bist schon wieder fleißig dabei. Ja, ich bin schon wieder fleißig dabei. Ich mach auch mal mit. Hat jetzt gerade kurz überlegt, lässt du den Dü hier alleine? Dachte mir, ja. Quest. Ja, aber für die paar Mobs. Klöpfchen, klöpfchen, klöpfchen. Alles deine. Vor allem, da vorne ging es runter, hier geht's rauf. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Mehrere Ebenen hier heute. Ich denke mal, wir sind hier schon richtig. Ja, ja, ich denke auch. Ich gehe mal von aus, wir suchen wahrscheinlich einen Boss und der Boss sitzt eh oben. Genau. So, ganz kurz mal hochheilen hier. Denn welcher Boss sitzt denn schon unten? Ja.
Da ist er doch, der Basiskommandant, wisst ihr? Wenn man vom Esel ruft, das ist nee, Boss, wie heißt das? Wenn man von der Wüste redet. Naja, ich sag mal so, der muss ja auch alleine geschafft worden sein eigentlich. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob das der war. Auf jeden Fall. Nee, war er nicht. Oh, ein Fusionsgenerator. Was habe ich denn? Einen Kraftgenerator und einen Terremtium-Generator nehme ich. Bedarf. Keine Ahnung, ob ich eine brauche. Ja, ich brauche eine. So. Dann halt nicht. So, gucken wir mal hoch. Ich glaube ja, hier oben wird es dann weitergehen. Ja. Blablabla. Imperiale töten fest einfach. Oh, wo sind eigentlich deine? Ach so, da hinten rennt sie rum. Ja, ja, die ist schon wieder. Ich wollte schon wieder gucken, wo deine Schnalle ist. Richtig, hast ein Auge auf sie geworfen, ne? Nein, ich habe beide Augen noch. Was machst du da? Ja, da muss ich wahrscheinlich erst ein bisschen nah genug ran, damit, ja, siehst du, damit eine Quest erscheint. Ich dachte, das wären Mobs. Dachte ich mir, Noob. Also beglückwünsche ich euch, Fenrich Sarven, zu eurem edlen Opfer. Aber Sir, ich... Wartet! Nein! Sir, nein! Ich... Hervorragend. Ich werde noch mehr Rock-Ghule für meine Arbeit brauchen, Vorsort. Wir haben euch bereits die Rakule geliefert, die ihr wolltet. Wann werdet ihr tun, was wir wollen? Da kommen wir reinmarschiert. Ganz cool. Sobald die Waffe fertig ist, damit werden wir den republikanischen Außenposten dezimieren. Ich rieche einen Eindringling. Das tut ihr. Sergeant, seid ihr es wirklich? Es ist noch nicht zu spät, die Sache friedlich zu beenden, Tupfer. Ihr kommt gerade recht. Ich habe haufenweise Krankheitserreger, aber keine Testobjekte mehr. Die Transformation wird zunächst schmerzhaft sein, aber das sind nur eure Organe, die reißen und neu angeordnet werden. Es geht schnell vorbei, das versichere ich euch. Nett, dass ihr es mir anbietet, aber ich passe lieber. Kämpft ruhig dagegen an, aber ihr werdet euch wünschen, es euch selbst nicht so schwer gemacht zu haben. Vorsort, bitte helft mir, unser neuestes Testobjekt zu fixieren. Mit Freude. Diese Schlacht ist noch nicht entschieden. Aufsehen. So, ich gehe mal ein Stück zurück. Damit ich nämlich hier meine AOE zünden kann. Die hast du ja gerade schon gezündet gehabt, ne? Ja, jetzt eben. Zack. Das war ja leicht. Hat's Tupfer wirklich so leicht erledigt? War der wirklich so leicht? Kann ja fast gar nicht sein. Das glaube ich fast gar nicht. Ernsthaft. Ich bin mit der Rakul-Seuche infiziert. Das Chaotrops. Krankheitswaffe aus. Was sollen wir damit anstellen? General Gaza wird diese Proben haben wollen. Huch. Seid nur vorsichtig damit. Ich würde sagen, wir verschwinden von hier. Ich folge euch. Nein. So. Ja, ich wollte eigentlich was anderes wählen, aber naja, gut, jetzt habe ich das. Aie. Was hast du denn gewählt? Ich wollte eigentlich das Zeug zerstören, aber habe aus Versehen etwas zu früh geklickt. Naja, was soll's. Jetzt kriegt sie General Gaza, jetzt sind wir mal ein bisschen böse. Hält ja nix. Wieso ist das böse? Ja, weil zerstören gut gewesen wäre. Gaza ist ja eine Soldatin und die könnte ja versuchen, die gegen sich verwenden oder für uns zu verwenden, diese Rakul-Giftzeuche, was auch immer. Zack. Aber du könntest ja die ja auch anlügen, theoretisch. Ich hast noch die Option. Vielleicht habe ich die Option noch, genau. Mal gucken. Wahrscheinlich eigentlich sogar. So, wo muss es? Wo ging es jetzt eigentlich raus? Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder raus, also wir müssen erstmal hier hoch, ne? Hier hoch? Ja. Ah ja, na klar, natürlich. Dann ging es, glaube ich, hier unten irgendwie runter. Aber keine Ahnung wie. Na doch, hier runter. Na gut, springen wir halt einfach. Scheiß drauf. Hast du es überlebt? Ja, ja, klar. Dann komme ich mit. Hopp. Doof wär's gewesen, wenn ich jetzt ganz runtergefallen wäre. Dann wärst du mal tot gewesen zur Abwechslung. Das wäre auch ganz. Ich sterbe. Das wäre nicht doof gewesen, das wäre lustig. Gar nicht wahr. Das wäre unlustig. So, auf den Schienen entlang.
Da sucht jemand für Helden plus zwei gefallene Sterne. Die haben wir aber schon fertig. Da müssen wir ja ganz runterlaufen, kann das sein? Jetzt müssen wir ganz runterlaufen. Das ist korrekt. Ja gut, die Monster lassen wir jetzt hier einfach. Scheiß auf. Das sind doch keine Mobs. Keine Monster, das sind Imperiale. Das sind Imperiale, böse, mächtige Imperiale. Die Zuschauer wollen das einfach nicht sehen. Na klar. Ich laufe schon mal, tschüss. Ich laufe ja mit. Und Schnetzel im Vorbeigehen, alles weg. Ich könnte ja jetzt eigentlich auch den Gleiter kaufen, kann das sein? Ja, müsste eigentlich langsam gehen. Oder zumindest erstmal die Fähigkeit und den Gleiter dann hinterher. Ja, aber ich müsste ja genügend Geld haben eigentlich dafür. Für beides, oder? Eigentlich müsste schon. Eigentlich also reichen, ne? Müsste reichen. Wenn nicht, dann kann ich dir wahrscheinlich ein bisschen was zuschießen, das kriegt man schon hin. Guck mal hier, wird der Weg schon freigeräumt. Ja. So, Lock. Tschüss. Boah, jetzt hänge ich ja fest. Okay, hier entlang. Wo kauft man sich den Kleider, die Kleiderfertigkeit, aber beim Fähigkeiten-Heini, ne? Genau, die gibt's beim Fähigkeiten-Heini. Wo könnte man so einen Kleider erwerben, theoretisch? Beim Kleider-Heini. Und wo ist also, dieser Kleider-Heini? Auf der Station ist einer oder meistens in der nächstgrößeren Ansiedlung. Also sprich, hier beim Stadtgebiet in der Nähe vom Raumhafen müsste schon einer rumstehen. Ein Kleider-Heini. Okay. Kleider-Heini. Ja. Der hat dann bestimmt auch mit seinen Kleidern Kleidgel. Der war nicht gut. Der war nicht gut, okay. Naja. Der war ganz schlecht. Ja, gibt's halt ein Dislike dafür, für den Witz. Ja, aber bitte. Ja, mach das auf Blacks Kanal. Genau. Ihr könnt extra auf Düs Kanal mal ausnahmsweise gucken. Oh, ich bin hier am Felsen hängen geblieben. Aber ganz schnell wieder wegklicken, Dislike. Ne? Genau, ja, richtig. Genau, einfach genau. Einfach nur schnell das Video anklicken, ne? Gar nichts machen. Und schnell ja. Dislike geben. Ja, eben ganz genau. Ihr habt es erfasst. Richtig. So. Oh, Plasmagranate kann ich. Ja, für mich ist es sowieso viel, viel wichtiger, mehr Dislikes zu haben als Likes, weil irgendwie, weiß nicht, fällt einem halt besser. Ne? Ja, genau. So, ich hol mal meinen kleinen MT4T. So, da ist er. Irgendwo, da hinten. Weil wenn man das schon haben, sollte man schon mitnehmen. Oh, grünes. Eine Planetenauszeichnung. Ich mag meinen kleinen Droiden. Er erinnert mich irgendwie an dich. Naja, gut, an deine positiven Eigenschaften. Ja. So, gut. Ich habe wieder einen Erfolg abgeschlossen. Juhu! Nee, habe ich nicht. Vermutlich habe ich den schon vorher. Oder es kann auch sein, dass das so ein Dingserfolg ist. Ein Jedi-Ritter. Oder Jedi-Wächter. Nein, ein Vermächtniserfolg. Das ja, heißt, der sich den vorher schon mal genau, mit einem meiner Chars war. Und da ich wie gesagt, manche Vermächtniserfolge lassen sich doppelt machen, aber andere wiederum eben nicht. So, gucken wir mal. Du, hast du jetzt nicht auf mich gewartet? Nein. Dann warte mal. Gut, 3, 2, 1. Geht das? Nee, das geht scheinbar nur so. Naja. Dann los. Wir sind jetzt 53 Erwachsene und 21 Kinder. Dieses Jahr haben wir 4 Gesunde und 2 Schwangere an das Rakul-Virus verloren. Unsere Aufzeichnungen berichten, dass es ein Heilmittel gab. Wir haben so viel verloren. Morgen brechen wir zur Suche nach höherem Gelände auf. Die Pflanzen wachsen, die Natur holt sich zurück, was einst den Bewohnern des Planeten gehörte. Die Natur ist grausam. 2/3 unserer Säuglinge sterben an Krankheit oder Hunger. Wenn wir leben wollen, müssen wir unsere Mauern wieder aufbauen. Ja, tja, man sieht schon, die Überlebenden, ja, haben nicht gerade das Beste losgezogen, aber man sieht ja schon, ist mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge, was ist dann irgendwann mal passiert. Ich finde sowas eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde das ganz gut. Auch in der allgemeinen, in der richtigen Geschichte, wenn man solche, in Anführungsstrichen, Zeitzeugen hat. Das ist das, was ich an Geschichte eher mag. Sonst bin ich nicht so der Geschichte-Fan. Du musst ja etwas weiter nach vorn.
Du hast es doch so mit Fahrstuhlen. Komm, du schaffst das. Okay. Oh, knapp. Ja. Ich würde auch sagen, während wir hier runterfahren, können wir auch schon mal die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.